So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo auf meinem Kanal. Was wird sich ja im Jahre 2021 alles ändern? Einiges. Ich habe einiges vor und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an so einem kleinen Beispiel an. Ja, Streaming aktuell tun wir ja über die PlayStation. Also ich habe das jetzt hier mal ein bisschen grob versucht aufzubauen in Minecraft. Ja, Mikrofon im Bildschirm, oben die Kamera, ja, eine Maus für das Netbook bzw. das Tablet. Ja, und halt die Konsole. Gut, Lenkrad und sowas für LS können wir jetzt natürlich nicht hier aufbauen, ist klar. Und ja, so aktuell, ne, ist so das Streaming-Setup. Jetzt hat sich ein bisschen was verändert und wir wandern mal in den nächsten Raum. Ja, da sehen wir schon ja, eine Screenwand. Die wird dann irgendwann auch noch erscheinen. So, hier sehen wir das Setup alles ein bisschen anders. Ja, Mikrofon, Tastatur, eine Maus, zwei Bildschirme werden es dann sein, Kamera. Und das Ding habe ich jetzt mal als PC sozusagen hingestellt. Das heißt, wir werden ab demnächst über PC streamen. Wir werden noch weiterhin Streams über die PlayStation machen, nur wird das trotzdem dann alles auch über PC laufen. Und da auch nochmal ein Riesendank an Paddy, der mich da sehr großzügig unterstützt hat und das so schnell auch gerade möglich gemacht hat. Da wirklich nochmal ein riesen Dank an Paddy. Und zwar wollen wir eine gute Mischung aus allem machen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen Just Chatting machen. Wir werden uns mit euch zusammen irgendwelche Videos anschauen, lachen, nicht lachen, Challenges und so weiter und so fort. Wir gehen auf andere Streaming ein. Wir werden natürlich auch zocken. Unter anderem habe ich vor, mit euch zusammen auch Among Us zu spielen, wo ich sage, die Community, die kann gerne mitmachen. Wir werden den ETS fahren, da könnt ihr natürlich dann auch immer gerne mitfahren. Ich habe vor, Rust zu spielen. Ich habe aber auch vor, den LS auch auf PC zu spielen. Und dann bin ich noch so am Hin und Her schwanken, noch ein paar andere Games. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich von denen dann nehmen werde. Ich habe vor, wenn wir anfangen zu streamen, erstmal so ein bisschen Just Chatting mit euch zu machen. Und die zweite Hälfte vom Stream, dass wir dann zocken. Und das ist so jetzt erstmal so die Erneuerungen, die jetzt auf mich zukommen, auf euch zukommen. Wir werden Reaktionsvideos auf YouTube hochladen. Das wird der Kanal hier bleiben. Und ja, also es wird sich einiges ändern. Aktuell bin ich jetzt da dran, noch ein neues Mikrofon mit einem Mikrofonarm, dann einen zweiten Bildschirm, eine andere Kamera, weil die wir jetzt dran haben, die hängt ja an der PlayStation, also das heißt, es wird auch noch eine neue Kamera geben. PC ist schon bestellt. Und ja, und dann irgendwann soll dann vielleicht auch hier eine Screenwand kommen oder ich werde den Hintergrund anders da ausbauen. Das sind so jetzt erstmal die Erneuerungen. Ich werde natürlich euch auch ein bisschen mit einbinden. Es wird dann in dem ersten Teil vom Stream wird es immer eine Umfrage geben, was wir spielen wollen. Und ein, zwei Projekte, die werde ich jetzt noch nicht ansprechen, die ich geplant habe. Das wird dann so ein bisschen Überraschung noch werden. Aber das ist so aktuell
so das ganze Ausmaß. Ne? Also wir wollen hier hin. Einiges habe ich ja jetzt schon bestellt und gemacht. Und wollen hier weg. Ne? Und ich meine, da werden wir sehr viele neue Möglichkeiten haben und auch ja, viel bessere Möglichkeiten haben. Und schauen mal, dass wir noch größer werden und noch geilere Streams zusammen erleben werden im Jahre 2021. Und wie gesagt, es geht nochmal einen riesen Dank an Paddy raus, weil der hat das echt möglich gemacht, dass das jetzt auch so schnell funktioniert. Und natürlich auch ein Dank an alle anderen, die mich die ganze Zeit hier unterstützen. Sei es mit Subs, sei es in den Kommentaren, sei es mit Bits, sei es sonst irgendwas. Die abends auch hier immer meistens mit dabei sind am Zocken. Ja, geht natürlich auch nochmal einen riesen Dank raus. Ja, ohne euch wäre das alles nicht ganz so lustig. Und wir hatten auch ein ganz aufregendes Jahr 2020 gehabt. Da auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und ja, jetzt ist Januar im Jahr 2021 ja auch schon gleich wieder rum. Die Zeit rast wirklich schnell. Und ja, ich schaue mit euch jetzt nach vorne und bedanke mich wirklich nochmal bei allen Leuten, die hier immer dabei sind, mich unterstützen und auch mitmachen. Und würde sagen, ihr könnt auch gerne noch Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bin erstmal raus und freue mich, dass wir bald andere Möglichkeiten haben und noch mehr zusammen machen können. Euer Dani ist raus. Ciao, ciao.